Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ich möchte heute über eine sehr schöne Persönlichkeit etwas sagen, die aufgrund ihrer extremen Treue sehr berühmt war, ein sehr treuer Khadime Silsila, der vor zwei Tagen gestorben ist, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jeder Mensch wird eines Tages diese Welt verlassen, aber wie glückselig sind jene Menschen, die ihr ganzes Leben lang versuchen, das Wohlgefallen Allahs zu erhalten. Und wenn sie versprechen, wenn sie etwas versprechen, dann halten sie dieses Versprechen ein und versuchen ihr Bestes, dieses Versprechen einzuhalten. Sie dienen dem Glauben und sie dienen der Menschheit stets. Und sie gehören zu jenen Menschen, die von der ganzen Welt gepriesen werden. Und deswegen sind sie gemäß der Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist es für sie eine Pflicht, ins Paradies einzutreten. Dieser Diener der Jamaat war Helfer der Khulafa und jemand, der eine große Treue zum Khilafat hatte. Unser lieber Bruder Mahmud Ahmad Shahid Sahib, den man auch als Mahmud Bangali Sahib kennt. Er war zur Zeit Amir Jamaat Australien und dort ist er am Mittwoch, den 23. April gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nach seinem Tod habe ich den ersten Brief, den ich bekommen habe, von einem Verwandten, der hat geschrieben oder mir eine Botschaft gegeben, dass er ein solcher Treuer des Khilafats war, dass ich dafür bete, dass Allah auch uns zu solchen treuen Menschen des Khilafats macht. Und ich hatte ihm geantwortet, er ging mit dem Khilafat wie der Puls. Er hatte nie im Herzen, warum der Kalif der Zeit etwas gesagt hat oder etwas befohlen hat. Auch wenn es gegen seine Absicht war, hat er dies sofort getan, ohne zu zögern. Über seine Krankheit und seinen Tod möchte ich sagen, am 22. April ging er in das Mission House Sydney, und um zu beten, aber nach einigen Schritten kehrte er nach Hause zurück und hat einen Schlaganfall erlitten und er musste ins Krankenhaus gebracht werden und die Ärzte sagten, dass
dieser Schlaganfall tödlich sein würde. Aber ich sagte ihnen, dass sie 24 Stunden lang versuchen sollten, ihn am Leben zu halten, aber nicht mehr als 24 Stunden. Nach 24 Stunden, nachdem man die Maschinen abschaltete, war er innerhalb von 2 Minuten gestorben und ging zu seinem Schöpfer. Mahmud Sahib wurde am 18. November 1948 in Bangladesch in Chandpur geboren. Sein Vater war Maulana Abul Khair und seine Mutter war Zebun Nasar. Sein Vater Abul Khair, Muhammad Muhibullah Sahib, nahm im Jahr 1943 die Ahmadiyyat an. Sein ursprünglicher Name war Abul Khair, aber Hazrat Khifat Masih Sani gab ihm auch den Namen Muhibullah. Er war der erste Ahmadi an seinem Ort und war ein sehr großer Gelehrter, sein Vater, und machte stets Tabligh. Und seinen Vater, also den Dada, den Opa von Mahmud Sahib, ließ er auch zu Ahmadiyyat konvertieren durch sein Tabligh. In Saharanpur, UP, ging er, um zu studieren, und lernte über die Jamaat. Das ist zur Zeit des Lebens des verheißten Messias al-Islam gewesen. Als der verheißene Messias al-Islam nach Delhi ging, hatte auch sein Opa, von Mahmud Sahib, die Möglichkeit, den verheißten Messias zu sehen. Doch dort, wo er lernte und studierte, ließ man ihn nicht mit dem verheißten Messias al-Islam treffen. Doch nachdem er Ahmadi wurde, pflegte er immer zu sagen, die Leute versuchten uns von dieser Gunsterweisung zurückzuhalten, aber Allah hat uns diese Gunst erwiesen, diese Gunst der Ahmadiyyat. Der zweite Kalif, Hazrat Khalifat Masih Sani, radhiyallahu ta'ala anhu, durch seinen Aufruf opferte er seinen Sohn für die Jamaat und ließ ihn als Waqf widmen. Mahmud Sahib, er war noch ein Kind im Jahre 1962, ging er in die Jamia Ahmadiyya Rabwa und im Jahre 1974 kam er aus der Jamia mit dem Shahid-Abschluss heraus. 1970 heiratete er die Tochter von Amir Jamaat Bangladesh, Hajra Sahiba. Er hat 3 Töchter und einen Sohn. Durch die Gnade von Allah sind alle verheiratet und dienen der Jamaat an vorderster Front. Es gibt einige Sachen, die Mahmud Sahib auch diktieren ließ seinem Schwiegersohn über sein Leben. Und er berichtet, dass einmal er Fußball spielte. Und er war ein Jamia-Student und er verletzte sich an seinem Knie und wurde sehr krank. Er ging nach Ostbengal zurück. Dort in Rabwa war das Wetter auch sehr streng und es gab keine guten Möglichkeiten, ihn zu behandeln. Und er hatte auch Magenprobleme. Auch er war sehr jung und war verletzt und deswegen ging er zurück nach Bangladesch. Damals, das war Ostpakistan damals. Er wollte nicht nach Rabwa zurückkehren. Er hatte nicht den innigen Wunsch, nach Rabwa zurückzukehren. Doch er sagt, Sayyid Mir Daud Ahmad Sahib, der damals der Principal war, der Jamia, er schrieb ihm Briefe und versuchte, dass er zurückkommen würde. Und deswegen kehrte er auch wieder zurück in die Jamia. Er sagt, das sind die Gebete auch meines Vaters, die in seinem Leben eine große Rolle spielten. Als er in Rabwa war, schrieb er seinem Vater, dass Rabwa ein sehr kaltes Wetter hat und sehr heißes Wetter hat, sehr extremes Wetter, und er nicht richtig hier essen kann und nicht richtig leben kann. Sein Vater, Muhibullah Sahib, schrieb ihm als Antwort, auch in Mekka war die Situation nicht anders.
Und er las ihm den Vers der Surah Ibrahim vor, in dem es heißt, dass Abraham seinen Sohn in eine unbewohnte Wüste schickte. Und er ermahnte seinen Sohn und schrieb, Allahs Kalif hat eine Stadt gegründet. Wenn du dort nicht leben kannst, dann brauchst du auch keine Bindung zu deinem Vater zu haben. Er sagt, dass danach sein Leben sich völlig wandelte. Mujibur Rahman Sahib Advocate aus Rawalpindi schreibt, dass er ein sehr ruhiger Khadim-e-Silsila war und sein ganzes Leben lang voller Treue gedient hat und seinen Pflichten nachgegangen ist. Und im Zustand des Khidmats ist er gestorben. Hazrat Khalifatul Masih Salis rahmatullah hatte ihn zum Sadr Khudamul Ahmadiyya ernannt und danach kamen auch seine hervorragenden organisatorischen Qualitäten zum Vorschein. Mujibur Rahman Sahib schreibt, dass sein Vater Mohibur Rahman Sahib in Bengal als Muballigh angestellt wurde und er schickte seine Kinder, seinen Sohn nach Rabwa, dass er auch dort studierte. Mujibur Rahman Sahib ist auch der Onkel von Mahmud Sahib. Deswegen schreibt er, dass sein Vater, der Vater von Mahmud Sahib, ihm schrieb, du sollst Mahmud nicht traurig werden lassen und sollst dich um ihn kümmern. Und Mahmud Sahib kümmerte sich um sein Studium und die alten Bewohner von Rabwa wissen, wie er zu einem Bewohner von Rabwa wurde. Mir Daud Sahib schickte Mahmud Sahib zu Mujibur Rahman Sahib in den Sommerferien. Und Mujib Sahib schreibt sehr wohl, sehr recht, dass der Verstorbene ein sehr treuer und aufrichtiger und demütiger Mensch war und mit Liebe alle Menschen begrüßte und alle Menschen sich liebevoll an ihn erinnern. Er hatte große Bindungen und er half seinen armen Verwandten und er hatte stets etwas Geld in Bangladesch, mit welchem er seiner Mutter diente. Und auch seine Verwandten schreiben, wie sehr er sie liebte. Als er zum Sadr ernannt wurde, er sagt, im Jahre 1979 wurde Sadr Khudamul Ahmadiyya in der Shura gewählt. Er hatte die fünftmeisten Stimmen. Nach der Wahl, nach dem Namaz-e Fajr, kam Hazrat Khalifatul Masih Salis und sagte zu ihm, holte ihn und sagte, du sollst Astaghfar machen und Durud machen und Durud beten. Und am nächsten Tag oder am Abend ernannte Hazrat Khalifatul Masih Salis ihn zum Sadr Khudamul Ahmadiyya, obwohl er nur die fünftmeisten Stimmen hatte. In Amullah Qasr Sahib, er ist Mubaligh-e-Silsila in den USA, er schreibt, dass er ihn kennenlernte im Nasir Hostel der Jamia. Er war Zaim in der Jamia und Inam Sahib war der Mutmad in der Jamia. Er sagt, er wurde zum Sadr der Mess-Komitee und dann zu dem Präfekt der Jamia. Und Hazrat Khalifatul Masih Salis ernannte ihn zum Sadr. Und als dies bekannt gegeben wurde, sagt er, ich wollte ihn umarmen. Und er sagte, geh von mir weg. Und er sagte in Bengali Urdu, wurde mein Name bekannt gegeben? Ich sagte ja. Und er konnte es nicht fassen. Er war nicht erfreut, sondern er war extrem betrübt, dass ihm diese Verantwortung gegeben wurde. Und er umarmte ihn. Der Kaimukam Amir Jamaat Australien schreibt, einmal sagte ihm Mahmud,
Bengali Sahib über seine Wahl zum Sadr. Im Jahre 1979, als der internationale Sadr Khudamullah Ahmadiyya gewählt wurde, war er an fünfter Stelle. Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimullah Ta'ala liebte ihn sehr und Hazur rief ihn zu sich und sagte, du sollst bis heute Astaghfar machen. Und er sagte, ich war sehr beängstigt, als Hazur das sagte. Ich wusste nicht, was Hazur damit meint. Aber als Hazur mich zum Sadr Khudamul Ahmadiyya ernannte, obwohl ich nur die fünf meisten Stimmen hatte, wusste ich, dass Hazur mich zu einem demütigen Diener machen möchte. Und das ist eine Lehre für alle Amtsinhaber, auch die gewählt werden. Sie sollten Astaghfar machen und Durud machen, damit sie immer demütig bleiben und Allah Ta'ala ihnen die Kraft gibt, wahrhaft zu dienen. Mahmud Mujib Sahib, Ingenieur, schreibt über ihn, dass Mahmud Bengali Sahib ein treuer und aufrichtiger Diener des Khilafats war. Hazrat Khalifatul Masih Salis, er schreibt, dass Hazrat Khalifatul Masih Salis im Jahre 1981 wahrscheinlich, 80 oder 81, alle Sadran Khudamul Ahmadiyya, die davor die gedient hatten, aufzählte und sagte, dass in Gehorsamkeit und in den Gebeten, die er von dem Kalifen der Zeit bekommen hat, er am meisten, am höchsten ist. Und Hazrat Khalifatul Masih Salis sagte, ich habe ihn zum Sadr gemacht, obwohl er die fünf meisten Stimmen hatte, und ich wollte damit der Jamaat sagen, dass der Kalif am besten weiß und der Kalif die beste Weitsicht hat. Und er verfasste auch viele Bücher, als Sadr Khudamul Ahmadiyya im Ijtema der Khudamul Ahmadiyya im Jahre 1981 kam, sagte Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah über ihn. Das sind seine Worte, die Worte von Hazrat Khalifatul Masih Salis. Er sagte, Segnungen wird er bekommen, der gehorsam zum Khilafat ist. Denn alle Segnungen sind vom Khilafat abhängig. Nichts kann vor Gott Beachtung finden, außer das, was vom Khilafat abgesegnet ist. Dann sagte er, letztes Jahr wurde der Sadr Khudamul Ahmadiyya gewählt und Mahmud Ahmad Sahib war an fünfter Stelle. Doch ich wollte der Jamaat die Lehre geben, dass die vier, die mehr Stimmen hatten, nicht Segnungen bekommen können aufgrund ihrer Stimmen, sondern Segnungen bekommt der, der dem Khilafat treu ist, und nur er wird Segnungen bekommen. Deswegen, Mahmud Bengali Sahib war an fünfter Stelle. Ihn habe ich zum Sadr ernannt. Er ist ein sehr aufrichtiger Mensch. Möge Allah seine Aufrichtigkeit erhöhen. Er hat viel gearbeitet und viele Gebete von mir genommen. Dann sagt er auf Imsi Salis und zählte die Sadran Khudamul Ahmadiyya ab 1960 auf. Und zeigte einen Graph über die Anwesenheit und sagte, wie dieser Fortschritt gekommen ist, und sagte, ich möchte sagen, dass nicht die Fortschritte bekommen, die Stimmen bekommen, sondern die Gebete des Kalifen bekommen. Ich habe den Sadr ernannt, der an fünfter Stelle war. Und im ersten Jahr waren 700 Majalis anwesend und im zweiten Jahr, also in diesem Jahr, waren 818 Majalis anwesend. Mahmud Bengali Sahib hat als Sadr Khudamul Ahmadiyya Markaziya gedient. Damals war die Khudamul Ahmadiyya, es gab einen Sadr Khudamul Ahmadiyya in der ganzen Welt, der unter der Zentrale arbeitete, und es gab nicht mehrere Sadran, sondern sie hießen Qaidin. Und in seiner Ära, er war der letzte Sadr Khudamul Ahmadiyya Markaziya, Markaziya,
Und als diese Ära endete, hat Hazrat Khalifa Masih Rabbe, Rahimullah Ta'ala, er schrieb einen sehr demütigen Brief an Hazrat Khalifa Masih Rabbe, Rahimullah. Und der vierte Kalif antwortete ihm, Sie haben in dem Brief einfach ohne Grund Demut gezeigt. Sie haben, Mashallah, eine sehr großartige Ära gehabt und Sie haben mit Weisheit und Mut gedient. Möge Allah dies segnen. Deswegen waren Sie in der Ansarullah und trotzdem haben Sie als Sadr gedient. Er wurde ein Jahr länger als Sadr Khudamulamdi ernannt. Wenn Sie nicht dazu in der Lage wären, dann hätte man das nicht gemacht. Möge Allah auch Ihnen in der Zukunft immer als treuen Khadim der Silsila dienen lassen und Ihnen die Kraft geben, die besten Dienste zu erweisen. Dann schrieb er, Sie haben viel gearbeitet für die Asiran und auch Ihre Berichte geschickt. Und Hazrat Khalifa Masih Rabbe, Rahimahullah, hatte gesagt, Ihre Berichte über die Asiran habe ich bekommen und Sie arbeiten mit großartiger, mit Fleiß und Demut. Und wirklich, er hat wirklich sehr großartig gedient damals, auch für die Asirane, Rahimullah, hat er gedient. Und einmal schrieb Hazrat Khalifa Masih Rabbe auf einen Bericht, Ihre Dienste für die Asiran sind großartig und ein Grund großer Freude. Im Jahre 1984 gab es große Probleme für die Jamaat und hunderte Asiran gingen in das Gefängnis. Damals hat die Khudamul Ahmadiyya und Sadr Khudamul Ahmadiyya haben viel gedient. Also Khalifa Masih Rabbe sagt, über den Dienst an die Asiran habe ich mich sehr gefreut. Genauso, wie ich es wollte, haben sie gedient. Die großartigen Dienste der Khudamul Ahmadiyya, in seiner Ära hat die Khudamul Ahmadiyya großartige Fortschritte gemacht. Er hat für die Asiran, er hat einen Asiran Trust gegründet, mit dem er ihr Leid linderte. Genauso zum 100-jährigen Jubiläum hat die Majlis Khudamul Ahmadiyya einen Krankenwagen bereitgestellt und für die Kranken und für die Buyutul Hamd Scheme hat die Khudamul Ahmadiyya großartige Opfer erbracht. Dann hat er für die Amtsinhaber und für die Diener der Khudamul Ahmadiyya ein etwas Land gekauft, damit sie dort leben können. Dann hat er viele für die Übersetzung des Heiligen Koran hat er viel Geld zur Verfügung gestellt. Er hat im Ausland der Khudamul Ahmadiyya gedient und viele Länder besucht. Und vor allem am 11. Juni, vom 11. Juni bis 11. Oktober 1987 hat er 3 Monate lang Europa, USA und Westafrika besucht, Holland, Belgien, Deutschland, Großbritannien, USA, Senegal, Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste und weitere Länder hat er besucht. Kein Sadr Khudamul Ahmadiyya. Das war der erste Besuch eines Sadr Khudamul Ahmadiyya in diesen Ländern. Und jetzt im Jahre 1989 hat er Indonesien, Malaysia und Singapur besucht und in seiner Ära wurde das Guesthouse der Khudamul Ahmadiyya gegründet und Mahmud Hall, das Erwane Mahmud, war beschädigt worden durch ein Feuer und er hatte ohne externe Geldquellen hat er es renovieren lassen. In seiner Ära hat die Khudamul Ahmadiyya als Khalifa Masih Rabbe Rahmatullah gewählt wurde, hat die Khudamul Ahmadiyya großartige Dienste erbracht. Hazrat Khalifa Masih Rabbe, auch als er Pakistan verließ, hat die Khudamul Ahmadiyya großartige Dienste geleistet, viele Duties gemacht. Er ging auch mit und er hat historische Dienste geleistet.
zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert der Hijra und auch in die erste und zweite, im ersten und zweiten Jahrhundert der Jamaat hat er großartige Dienste erbracht. In seiner Ära hat die Khudamul Ahmadiyya 50 Jahre das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Sultan Mubashir Sahib, der Historiker der Khudamul Ahmadiyya, schreibt, Mahmud Sahib pflegte zu sagen, als ich 2-3 Tage lang Sadr Khudamul Ahmadiyya war, war ich sehr besorgt und ich ging zu Hazrat Rifan Sisalis und weinte und sagte zu ihm in meiner besonderen Art, er wusste nicht, was weiblich und männliches Geschlecht ist bei den Artikeln. Er sagte, ich kann diese Arbeit nicht machen. Und Hazrat Rifan Sisalis sagte, wenn der Kalif der Zeit eine Entscheidung getroffen hat, dann verändert er diese Entscheidung nicht. Meine Gebete sind mit dir und komm zu mir, wenn du Schwierigkeiten hast. Er sagt, ich habe immer die Gebete der Khulafa bei mir gehabt. Ich hatte einen direkten Kontakt zu den Khudam. Und Hazrat Khalifah Sisalis hatte ihm gesagt, du sollst wenig im Büro sein und mehr zu den Khudam gehen. Er pflegte draußen vor dem Büro zu sitzen und dort gingen die Khudam vorbei und er hatte direkten Kontakt zu den Khudam und fragte, wie es ihnen geht und war sehr humorvoll mit den Khudam und er beteiligte sich an ihre Sorgen. Dr. Mubashir Sahib schreibt, einmal arbeiteten wir im Büro und es wurde sehr spät und Mahmud Sahib sagte, wenn es etwas zu essen gibt, dann bring es. Er sagte, ich ging ins Gasthaus und das Essen war fertig, das von Shoba Ziafat kam und es war nur ein paar Stück Brot übrig und ich ging zurück und sagte, es ist nichts mehr da, nur ein paar Stücke Brot. Er sagte, das ist auch Tabarruk Holis und er aß diese Stücke. Er sagte, er schimpfte mit niemandem, warum kein Essen für ihn da war, obwohl es Nacht war. Und er war auch krank und er hatte Diabetes. Und ein Diabetiker braucht immer etwas zum Essen. Und er sagte aber nichts. Und der Mutmut, auch der Mutmut Sahib lebte dort in der Nähe, aber er holte ihn nicht. Dr. Sahib schreibt, er war dafür beauftragt, die Geschichte der Khudamul Ahmadiyya zu schreiben und er gab ihm viel Motivation. Er hatte einen bengalischen Dialekt, der auch in der Schrift manchmal kam und der Dr. Sahib schreibt, dass er auch ihm half bei seinen Briefen und einige Briefe ließ er schreiben. Dr. Sahib war da. Sein Dialekt, Bengali-Dialekt, unterbreitete ihm Schwierigkeiten und er war nie besorgt, weil er pflegte auch Humor zu pflegen aufgrund seiner Sprache. Dr. Sahib sagt, das Wichtigste, was ich von ihm lernte, ist der Gehorsam zum Kalifen der Zeit. Und alles dafür zu opfern, was der Kalif der Zeit verlangt. Er war der Mutmit der Kalifen, der Treue der Kalifen. Und er war immer voller Wahrheit. Und er war nie betrübt, warum Huzur unzufrieden war, sondern pflegte immer die Gebete der Khulafa zu empfangen und pflegte dafür zu beten und auch Firoz Alam Sahib sagt, im Jahre 1982, als ich in die Jamia ging, hatte ich eine lebendige Bindung zu ihm. Ich war ohne Erfahrung, hatte überhaupt keine Erfahrung. Und er, Mahmud Sahib, kümmerte sich um mich und gab mir Geschenke und lud mich zu ihm ein und gab mir viel Freude. Genau Abdul Awwal Sahib, genauso schreibt Abdul Awwal Sahib über ihn, dass die größte
Besonderheit war die Bindung und die Nähe zum Khilafat, und er war stets im Khilafat aufgeopfert. Er war sehr ruhig und war ein Besuch, der stets auch die Fähigkeiten und die Besonderheiten auslebte. Er sagt, er hat mir viel geholfen. Als ich nach meinem Realschulabschluss in die Jamia ging, ich war 16 Jahre alt, sah ich, dass er immer mir Ratschläge über unser Land gab. Letztes Jahr habe ich ihn zu Jalsa Salana in Bangladesch geschickt, und er war sehr glücklich und pflegte stets, andere zu motivieren. Khalid Saifullah Sahib schreibt, Amir Sahib sagte uns immer, also Bengali Sahib, dass er, als er nach Rabwa ging, um zu studieren, auch andere Jungen mit ihm waren. Er sagt, wir gingen, um Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu zu treffen. Hazur lag auf dem Bett, und Hazur erzählte uns über Opfer und Demut. Und Hazur hatte eine Hand auf meine Schultern gelegt, denn ich war ganz in der Nähe von Hazur. Alle anderen Jungen konnten nicht die veränderte Umgebung ertragen. Ich war der Einzige, der dort sein ganzes Studium vollendete. Und das ist eine Segnung der Hand des von Hazrat Muslim Radhiyallahu Ta'ala Anhu. Khalid Saifullah Sahib schreibt, Amir Sahib Marhum war ein sehr weitsichtiger Mensch. Er pflegte schöne, gute Freunde, Kontakte zu knüpfen und sie für die Jamaat zu verwenden. Und deswegen waren auch viele Pakistani Ahmadi in der Lage, nach Australien zu kommen. Jetzt sind es Tausende. Und dieser Fortschritt geht immer weiter. Also Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala hatte ihm angewiesen, dass die Ahmadis in allen großen Städten leben sollten. In allen Bundesländern ist die Jamaat etabliert. Und in allen Bundesländern gibt es Missionshäuser und Moscheen. Auch in Sydney gibt es außer der Moschee auch ein Khilafat Centenary Hall und ein Missionshaus und ein Guesthaus. In Brisbane wurde eine Moschee eröffnet, in Adelaide, in Melbourne gibt es ein Zentrum, in Canberra wird versucht, ein Land dafür zu kaufen, für die Moschee. Der Nationalsekretär Tarbiyat von Australien, Imran Asif Sahib, sagt, seit 1991 war Amir Sahib Mubalighin in Charge in Australien, und in seiner Ära wurden viele Projekte vorangebracht, obwohl auch die Jamaat heute in geringer Anzahl ist, hat man viel erreicht. Nach dem Besuch von 2005 von mir wurden zwei, drei Moscheen und Centenary Hall dort errichtet. Baitul Salam, Melbourne, ist so groß, dass mehr als 2000 Betende dort hineinpassen. Genauso sind auch weitere Moscheen sehr groß. Und die Jamaat hat gute Kontakte zu dem Innenministerium dort, und deswegen sind viele Vorteile für die Jamaat dadurch entstanden. Die Zelitensims in Australien wurden gegründet, genauso wie es in der Zentrale üblich ist. Und er hat eine brüderliche Atmosphäre dort geschaffen.
In Australien gibt es nicht nur Pakistani Ahmadis, sondern viele aus Fiji, aus Australien, aus Afrika. Und alle haben eine sehr brüderliche Atmosphäre, die er dort gepflegt und gegründet hat. Und er hat ihnen viele Verantwortungen gegeben und ihre Fähigkeiten offenbart. Und das ist auch die Besonderheit eines guten Organisators, und alle anderen sollten dem auch folgen. In den letzten Tagen fand die Jalsa Salana statt, und er hat über die Dankbarkeit zu Gott auch eine Rede gehalten auf der Jalsa Salana. Dort hat er auch gesprochen. Er hatte eine gute Gesundheit damals und niemand wusste. Er war zwar krank und alt, aber er war wieder fit, und das ist jetzt ein sehr plötzlicher Tod gewesen. Der Sadr Jamaat von Victoria Javed Sahib schreibt in einem ausführlichen Brief: Amir Sahib war ein sehr weitsichtiger Mensch, und jeder kann davon berichten. Amir Sahib hatte ein altes Auto, und die Majlis-e Amla sagte, dass er ein gutes Auto kaufen sollte, aber er hatte ein altes Auto, und seine Tochter schreibt, dass er auch nicht neue, großartige, teure Kleider anzog, sondern sehr demütig war. Und er pflegte die Kosten, die Jamaat-Gelder mit Behutsamkeit auszugeben. In der Majlis-e Amla und der Shura hatte er immer die Zitate der Khulafa vorgetragen. Hier in dem Cricket-Tournament wollte ein Bruder kommen, aber er konnte nicht teilnehmen, weil aufgrund eines Sturmes, der dort herrschte und er nicht fliegen konnte. Aber Mishab sagte ihm: Nein, gehen Sie dahin. Wenn Sie nicht am Turnier teilnehmen können, dann gehen Sie trotzdem hin, denn das Wichtige ist das Mulaqat mit dem Kalifen, das ist das Wichtigste, und das ist dein Ziel gewesen. Als ich hier Australien besuchte, und er war damals krank, in den Tagen war er sehr krank, und er konnte nicht nach Melbourne fahren, aber telefonisch hatte er immer die ganze Zeit die Organisation überprüft. Amir Sahib hat in seinen Reden die Khudam, Ansar und Lajna über ihre Pflichten hingewiesen, und wir haben große Wirkungen gesehen, und er kümmerte sich um die Schüler, er kümmerte sich um die Shuhada, und alles andere war zweitrangig. Die Familien der Shuhada waren ihm sehr wichtig. Wenn es Strafen der Jamaat gab, dann sagte er immer: Ich bin sehr betrübt und mein Herz bricht, wenn jemand eine Strafe bekommt. Und wenn jemand jemandem verziehen werden konnte, war er immer sehr, sehr eilig, jemandem zu verzeihen. Er pflegte mehr zu verzeihen als zu strafen. Dr. Sayyid Hassan Ahmed sagt, das war ein Meer der Liebe, welches ich in ihm sah. Jeder Ahmadi, ob alt oder jung, ging zu ihm nach Hause ohne Probleme und sprach mit ihm. Und er gab auch Jugendlichen viele Aufgaben und machte sie zu Führern. Und er spürte selbst den Leid der Leidtragenden. Jemand schreibt: Maulana Mahmud Sahib war für uns wie ein Vater. Er war für die Ahmadis in Australien eine liebevolle Persönlichkeit, der alle liebte.
Und er pflegte alle zu seinem, alle Menschen zu seinen Liebenden zu machen. In jeder Jalsa und Ijtimaa ging er raus, um die Gäste zu besuchen und umarmte sie. Und wir sahen immer ein Lächeln auf seinem Gesicht. Und er sagt, unsere Bürden der Reise waren immer aufgrund seines Lächelns weg. Viele, es gab auch Menschen, die ihm Schmerz zufügten, aber er hat niemals diese Menschen bestraft. Und es gab auch Fälle, wo er Opfer von Verleumdungen wurde, aber Tahira Sahiba schreibt, Tahirat Sahiba, vor einigen Tagen, als die Jalsistan Australien zu Ende war, kümmerte sich um die Gäste und wies an, die Gebete immer zu ihrer Zeit zu verrichten. Unser in Charge von Press Desk, Abid Wahid, der mit mir auch auf dem Besuch war, er sagt, während des letzten Australien-Besuchs habe ich die Möglichkeit gehabt, Mahmud Bangali Sahib zu sehen und kennenzulernen. Obwohl er krank war, kümmert er sich um jede Kleinigkeit. Beispielsweise wurde uns ein Essen vorgelegt, aber wir wussten, wir hatten uns nie darum gekümmert, aber er ging selbst in die Küche und sagte, warum ihr nur ein Gemüse vorlegt und nicht viele weitere Sachen ihnen vorlegt. Und er kümmerte sich um die Gäste und er war sehr demütig. Er sagt, Abid sagt, dass er sich auch bei mir beriet, obwohl er so alt und weit und weise war. Zartasht Munir Sahib, der Amir aus Norwegen, sagt, als Mahmud Sahib Sadr Khudamul Ahmadiyya war, war ich Qaid Zilla in Karachi. Das war eine sehr großartige Ära im Jahre 1984, 85, 86. Und als die Situation der Jamaat sich verschlechterte, und die Jamaat Karachi musste auch sich um andere Gegenden kümmern. Und wenn in Sindh jemand ein Ahmadi Shahid gemacht wurde, ging Mahmud Sahib oder ein Vertreter dorthin. Und Mahmud Sahib war ein sehr mutiger Mensch, der in schwierigen Situationen mit Fleiß diente. Und er liebte das Khilafat und war immer, hatte eine Würde für das Khilafat und konnte es nicht abhaben, wenn jemand das Khilafat nicht respektierte. Und er war sehr liebevoll. Malik Akram Sahib, der Murabbi hier, schreibt, in der Jamia während meines Studiums besuchten wir Rawalpindi und er redete in jeder Majlis über ein anderes Thema, über Verse aus dem Koran, Ahadith, verheißene Messias und Khulafa. Und er hatte das alles auswendig gelernt. Und ein Amtsinhaber von Rawalpindi hatte gesagt, dieses Kind wird eine große Ehre bekommen. Er war damals ein Schüler der Jamia Ahmadiyya, Mahmud Sahib. Und er schreibt, ich habe in der Amla die Möglichkeit gehabt, 5 Jahre lang mit Mahmud Sahib zu arbeiten. Er war ein sehr weitsichtiger Mensch und eine große Demut hatte er gehabt. Er war nicht nur selbst fleißig, sondern wies auch die Amla an, fleißig zu sein. Ein Offizier war, der sehr schlimme Gedanken hatte, schlimme Absichten hatte, wurde von der Regierung über Rabwa ernannt und Sadr Khudamul Ahmadiyya Mahmud Sahib ging zu ihm hin
und redete mit ihm mit solcher Würde, dass er sich fürchtete, dieser Offizier. Er hatte niemals das Geld der Jamaat und das Auto für sich persönlich verwendet. Während der Rede in der Khudamul Ahmadiyya im Khudamul Ahmadiyya Ijtema sagte er, der verheißene Messias al-Islam war nicht gekommen, um andere mit uns zu vergleichen, sondern der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, jeder Ahmadi sollte in sich großartige Änderungen hervorrufen. Zafar Ahmad Sahib aus Bangladesch sagt, ich habe in Bangladesch gedient, als er und Mahmud Ahmad Sahib war ein sehr demütiger Mensch. Er ging pünktlich zur Moschee, obwohl er krank war, und er betete das Tahajjud, obwohl er krank war. Als er in Bangladesch zu Jalsa kam, und er hatte angewiesen, dass jeder zu ihm kommen kann, der ihn treffen möchte. Er pflegte auch Kranke zu besuchen. Er war vom ersten Tag an bis zum letzten Tag an derselbe. Ataul Mujib Rashid Sahib, Imam Masjid Fazal London, schreibt, dass er ein sehr frommer, demütiger Mensch war. Und im Jahre 2004 habe ich die Möglichkeit gehabt, Australien für einen Monat zu besuchen. Und ich habe seine großartigen Fähigkeiten gesehen, vor allem seine Liebe und Gehorsamkeit zum Khilafat. Morgens pflegte er immer während seines Spaziergangs darüber zu reden. Und er sagte, dass wir viele Schwächen haben. Und er sagte über die Jamaats, welche Dinge es gibt, auf die man achten sollte. Khalid Zemetzaib, der in charge des Russian Desk, sagt, als sie zum Kalifen ernannt wurden, war die Liebe von Mahmud Sahib so groß, dass immer, wenn über sie berichtet wurde, er demütig wurde und man an seinem Gesicht dies sah. Und das ist absolut richtig, dass ein solcher großartiger Diener und Treuer zur Zeit, in dieser Zeit, wie er, es wenige gibt, die so treu und demütig waren. Einmal rief jemand aus Australien an und er war auch etwas streng, als er anrief. Und Mahmud Sahib erklärte ihm, und er wurde noch wütender, dieser Mensch, und sagte, ich werde dem Kalifen der Zeit schreiben. Als das Gespräch fertig war, sagte er, diese Leute machen Fehler und möchten dann dem Kalifen der Zeit Schmerzen zufügen. Viele Leute haben gesagt, dass er sich nicht darum kümmerte, was war, und er war voller Demut und war voller Gerechtigkeit und sagte, das ist die Gemeinde, die Jamaat Allahs, und er kümmert sich um die Jamaat. Wir selbst sind sehr schwach, und wenn ihr die Möglichkeit habt zu dienen, dann sollt ihr diese Möglichkeit nutzen. Seine Dienste für die Jamaat begannen mit der Samet, der Wasaim,
Dann Mortme Mugami, Majlis Khudam al-Hamdi Arabwa, 77 bis 79. Dann war er im Jahre 1979, wurde er zur Sadr Majlis, zum Sadr Majlis Khudam al-Hamdi Amarkaziya gewählt, ernannt. Und bis 89, 10 Jahre lang, war er Sadr Khudam al-Hamdiya. Und er war der letzte internationale Sadr Khudam al-Hamdiya, wie ich gesagt habe. Danach wurde in der ganzen Welt das System der Khudam al-Hamdi etabliert. Er hat in der Shoba Islahi Shad gedient, in der Khilafat Rabia, als die zentrale Shoba Sami Basri gegründet wurde. Hat er im November 1983 diese Shoba überwacht. Dann war er Sadr Tariq-e-Jadid und am 28. Juni. Danach gab es diese Shoba nicht mehr. Diese Shoba hatte die Verantwortung, auch die Kassetten an die Jamaat zu bringen. Danach wurde MTA gegründet und MTA nahm diese Aufgabe. Von 1991 bis zuletzt, vom 28. Juni 1991 bis zuletzt hat er als Amir Jamaat Australien gedient. Möge Allah seiner Seele gnädig sein, seine Ränge erhöhen. In der Tat war er ein sehr aufrichtiger, selbstloser und seine ganzen Fähigkeiten aufopfernder Mensch und Besurg. Er kümmerte sich nicht um seine Gesundheit und er ließ nichts im Weg kommen. Als ich letztens Australien besuchte, hat er, obwohl er sehr krank war, alles überwacht. Und als ich aus dem Flugzeug stieg, stand er davor. Und ich war sehr besorgt aufgrund seines Zustands. Er hatte große Rückenschmerzen. Seine Knochen, seine Wirbelsäule war auch sehr beschädigt. Die Ärzte hatten ihn empfohlen zu ruhen, aber er ruhte nicht, sondern sagte, der Kalif der Zeit ist gekommen, ich kann nicht ruhen. Als ich vom Flughafen rausging und ins Auto stieg und der Naib Amir Sahib Nasir Sahib zu ihm sagte, ich, Mahmud Sahib ist sehr alt geworden und schwach. Ich wusste nicht, wie groß seine Schmerzen waren. Erst später erfuhr ich durch die Ärzte, wie krank er war, wie diese Person, dieser Mensch, aufgrund großer, trotz großer Schmerzen solche Dienste erweist und hier arbeitet. Und nicht nur das, sondern alle Dinge überwacht, die diesen Besuch, auf diesen Bezug sich Besuch bezogen. Einmal während des Besuchs hatte auch starken Bluthochdruck und man dachte, dass er vielleicht einen Infarkt hat. Und man brachte ihn ins Krankenhaus. Nach einigen Stunden Aufenthalt kam er wieder nach Hause und die Ärzte erlaubten ihm, nach Hause zu gehen. Und dieser Mujahid fing sofort an, wieder zu arbeiten. In eine Stadt konnte er nicht mit mir gehen und er war sehr betrübt darüber. Und in einer anderen Stadt ging er trotz seiner Schmerzen, obwohl ich ihm sagte, dass er ruhen soll. Er ging dort und es war ein sehr hektischer Tagesablauf und er blieb dort und überwachte alles. Er kümmerte sich nicht um sich, sondern kümmerte sich um mich, dass ich keine Schmerzen haben sollte und dass alle Programme gut verlaufen sollten. Und er kümmerte sich nicht nur um mich, sondern auch um die Gafler, um meine Gafler kümmerte er sich. Und er sagte, ich konnte mich nicht um euch kümmern. Und er war sehr besorgt, dass nicht der Kalif der Zeit Schmerzen haben möge, aufgrund der Gafler, die ich war aber sehr besorgt um ihn, dass nicht er besorgt sein sollte und Schmerzen haben sollte.
und seine Gesundheit wurde besser und in den letzten Tagen war er wieder gesund und hat in der Jalsa Salana an der Jalsa Salana teilgenommen und an der Shura teilgenommen. Ich habe auch in der Khudamul Ahmadiyya mit ihm gedient. Er ließ die Khudam viel arbeiten und gab ihnen auch viel Motivation. Und er war ein Sultan in Asir des Khilafat, welche man nicht immer findet, welche man nicht so oft findet. Ein Helfer des Khilafat. Mit ihm ist eine Lücke in Australien entstanden, aber die göttlichen Gemeinden werden gesegnet und Allah kümmert sich um diese Lücken. Möge Allah die Jamaat segnen und solche Helfer immer der Jamaat geben, die dem Khilafat treu sind und alles für das Khilafat aufopfern und ihr Versprechen einhalten. Möge Allah auch seine Frau und seine Kinder beschützen und ihnen die Kraft geben, wie der Vater zu dienen und eine Bindung zum Khilafat zu pflegen, eine feste Bindung zum Khilafat zu pflegen. Möge Allah auch den Kindern die Kraft geben, sich um die Mutter zu kümmern. Abhi namaz juma ke baad inshaallah namaz janaza ghaibin ka padhaunga main. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر